Ölwechsel bei einem Elektroauto? Ja, das ist möglich. Und genau das werden wir heute bei meinem Tesla Model 3 durchführen. Also, bleibt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Und ja, ich befinde mich heute mit meinem Tesla Model 3 in Leipzig bei der Firma Emtek. Und ja, heute was ganz Besonderes, und zwar, ich möchte einen Ölwechsel machen bei meinem Tesla Model 3. Ja, Ölwechsel. Das Thema Elektroauto, Ölwechsel, heißt doch immer, bräuchte man nicht, gibt es nicht. Steht auch nirgends irgendwie in den Wartungsplänen drin so richtig. Jein. Natürlich, wir haben einen Elektromotor drin, oder in dem Fall sogar zwei. Die Elektromotoren haben ein Differentialgetriebe. Und ja, das muss geschmiert werden. Das sind Zahnräder, das sollte man trotzdem im Öl baden, aber es ist kein, ja, Motor in dem Sinne wie beim Verbrenner, wo das Öl quasi zum Schmieren des Kolbens oder sowas verwendet wird. Das heißt, wir haben hier ein geschlossenes System, aber auch mit Filtersystem, und ja, vorgesehen ist vom Hersteller, dass die Öle wahrscheinlich innerhalb der Betriebszeit eines Fahrzeuges nicht gewechselt werden. Aber wie wir es ja aus der Verbrennerwelt wissen oder allgemein aus der Mechanik, frisches Öl schmiert besser. Und um das herauszufinden, was denn dahinter steckt, machen wir das heute. Also, es ist nicht unbedingt notwendig, aber vielleicht ja doch. Und genau das finden wir jetzt heraus. Das Tolle ist ja, Tesla hat ja zu diesem Zweck auch Ölfilter. Ja, es gibt Ölfilter von Tesla. Ich finde das immer noch ziemlich genial. Ich habe den auch schon bei meinem Auto entdeckt vor ein paar Jahren und dachte mir so, ach ja. Das ist ja interessant. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja den Dualmotor, das heißt, ich habe zwei Motoren und demnach auch zweimal das Ganze. Und ja, deswegen brauche ich zwei Filter. Jetzt fahren wir das Auto mal rein und dann heben es hoch und legen los. Also. So, jetzt haben wir den schon mal oben und Frank hat auch schon die Verkleidung entfernt. Jetzt bietet sich natürlich an, also wir sehen hier, wir haben etwas Ölfeucht, aber offensichtlich kommt es hier beim Ölfilter raus. Also nur die Dichtung vom Ölfilter, der wird ja sowieso getauscht, also nichts Dramatisches, aber ja, gut, dass es gemacht wird. Prima. Ach ja, und das ist hinten. Das hier neben dem Ölfilter, das ist übrigens die Ölpumpe. Das war der Stecker, der jetzt hier eben noch dran war. Und dann lassen wir erstmal das Öl ab. So, dann brauchen wir also doch noch das gute alte Equipment vom Ölwechsel, wenn man das hier machen will. So, und jetzt kommt das Öl auch wieder rein, das frische. So, dann machen wir das Ganze noch etwas sauber jetzt hier. Also, ich würde Fertig, schon noch was sauber. anderes machen, aber. So, mein Auto ist aber nicht das einzige, was heute einen Ölwechsel bekommt, denn der Frank von Emtek hat hier seinen Model 3 ebenfalls auf der Bühne und die haben auch schon einen Ölwechsel gemacht. Und wenn ich sage die, es ist nicht nur der Frank, sondern auch der Christian. Hallo Christian. Der Christian, erzähl mal was über dich. Für mich? Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Christian von der Firma Silent Drive. Letztendlich Tesla-Designer.
Individualisierung oder Tunung quasi. Vor 3,5 Jahren haben wir gestartet, die ganze Sache, uns den Teslas anzunehmen und schöner, besser, geiler zu machen, sportlicher, komfortabler, mittlerweile alles. Dazu blende ich dein Auto gerade ein. Ja, das wäre genau meins. Genau. Richtig. Genau, und über unsere Plattform oder über Entech könnt ihr dann zum Beispiel die ganze Service-Sache dann final buchen. Das heißt, die Ölwechsel, Wartungsintervalle und so weiter. Und Verschleißteile tauschen etc. Solche genau, Sachen bietet ihr alles an. Genau, Garantie, Endchecks bieten wir an. Neben dem ganzen, sage ich mal, Tuning, Individualisieren, Innenraum, Außen, gehen wir jetzt in die Service-Schiene, weil die Service-Schiene merken wir jetzt nach 3 Jahren, dass die ersten Autos halt kommen. Ne? 80.000, 100.000, 300.000 Kilometer und jetzt brauchen die Autos doch ein bisschen mehr Liebe. Und das machen wir zusammen dann mit Emtech. Sehr cool. Über unsere Plattform. Ja. Und du hast auch einen YouTube-Kanal, Silent Drive. Genau, Silent Drive Experience, genau. Da und, könnt ihr auch das eine oder andere gucken. Ja. Und unter anderem könnt ihr da auch sehen, wie die beiden heute schon, während ich noch auf der Anfahrt war, hier bei dem Model 3 den Ölwechsel von vorne und hinten schon gemacht haben. Und ich meine, das ist das gleiche Prozedere wie bei mir. Nur das, der Bonus ist natürlich, der Frank möchte diese Öl, die Öle, ich zeig's dir gerade mal, hier, da stehen die ganzen Botte hier. Von mir, von ihm und von vorne und von hinten und alles. Und hier sogar auch das neue Öl, das frische, das rote. Und er möchte die einschicken und mal analysieren lassen, wie es den Ölen denn so geht. Wie nötig ist das vielleicht? Was ist der Unterschied? Und ja, das kommt in einem separaten Video mit einem Fazit. Und wahrscheinlich bei dir auch auf dem Kanal. Und genau, den ganzen Ölwechsel hier bei dem Auto könnt ihr dann auch beim Christian auf dem Kanal nochmal sehen. Aus seiner Sicht. Und ja, dann ich mal wieder rüber zu meinem, denn der Frank ist ja schon die ganze Zeit am Bauen vorne. So, jetzt sind wir ja im vorderen Bereich, der hintere ist wieder abgedeckt und hier haben wir das gleiche Spiel. Hier haben wir auch wieder den Ölfilter, die Ölpumpe und ja, hier ist das Motorgetriebeöl drin. Und deine nächste Aufgabe siehst du hier auch schon schön. Das siehst du schön. Und hier sehen wir komplett ausgerissen. Das geht dann noch, oder? Hier drüben auch. Gut, also mein Fahrwerk ist für seine 300.000 Kilometer dementsprechend auch jetzt so langsam durch. Aber auch nur an diesen Stellen hier, ne? Die, genau, die Querlenker, dort, die sind ein Stückchen rissig. Die macht man dann mit, halt, wenn man es macht, ne? Ja, es ist, kostet mittlerweile nichts mehr, du machst den ganzen Arm neu. Und das ja, aber erstmal mal mit Öl. So, wir sind jetzt gerade hier vorne und lassen bei der vorderen Schleifhülle das Öl ab. Da müssen wir noch ein Stück absenken. Und die erste Reaktion ist schon, man sieht es aber echt, das ist nicht schwarz. Nee, sieht besser aus, ja. Ja gut, tatsächlich fahre ich ja fast nur auf lässig und ich fahre auch nicht wirklich Brille. Das heißt, der vordere Motor ist bei mir nur, wenn Traktion fehlt oder wenn ich mal mit richtig Gas gebe. Der ist nur mit. Der wird einfach nur mitgezogen. Nee, sieht wirklich besser aus. Krass. Und die Drive Unit wurde ja mal bei 40.000 gewechselt, das heißt, die hat nur 260 drauf. Nee. Ist ja noch fast rot. Das ist ja nicht schlecht. Also nicht mehr so oft Autobahn, das nervt mich dann schon, weil der Strom relativ schnell an ist. Aber die 500 PS, die liegen schon manchmal an. So, jetzt kommt noch der Ölfilter. Ach guck mal, das sieht wirklich gut aus. Ist ja fast transparent noch hier, das Öl. Also quasi nie benutzt, die Drive Unit. Ja, das ist richtig. Ich sag ja, nur wenn Traktion fehlt. Ach, das im Winter. Das ist sehr interessant. Bei mir war das nicht so. Obwohl ich jetzt dreimal so viel Kilometer habe wie du, ne? Ja. Und nicht wieder Schweinerei machen. Nee, sieht da echt noch gut aus, das Öl. Krass. Wieso hast du den abgestützt? Weil ich die Pumpe nicht rauskriege, weil die sonst gegen den Träger schlägt. Hier wird er runtergelassen. Ach, du hast ihn hochgedrückt deswegen. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, okay. Wegen dem hier. Okay. Ja, also der hat ja keine Ablassschraube. Ne? Ja, ja. Okay. Jetzt haben wir hier vorne auch schon den Ölfilter wieder drauf, die Pumpe wieder drin und jetzt wird noch das Öl eingefüllt. So, mein Auto ist wieder runtergefahren,
Öle sind vorne und hinten getauscht worden und auch diverse Mängel an meinem Fahrwerk schon mal festgehalten, die in der nächsten Zeit behoben werden dürfen. Aber jetzt komme ich mal zum Frank rüber. Hallo Frank. Hallo. So, dir gehört ja hier der Laden quasi. Genau. Und du hast auch die Idee gehabt mit dem Ölwechsel. Genau. Wie kamst du dazu? Naja, es wurde halt viel drüber gesprochen. Wir haben das auch schon mal gemacht beim Model S. Da hatte ich auch schon mal Ölwechsel gemacht, weil ich einen Kunden habe, der Pilot ist und der fährt gerne schnell und der möchte, dass es alles schön ist. Ja. Und da haben wir das schon mal gemacht und haben das schon festgestellt, dass es halt doch Abrieb gibt und beim Model S halt auch Späne. Und so haben wir gedacht, machen wir es einfach mal beim Model 3. Mhm. Und da habe ich dich ja kennengelernt und du hast 4 Kilometer runter. Und da haben wir gedacht, gucken wir mal bei deinem Kilometerstand und gucken wir mal bei meinem Kilometerstand und haben doch schon ein bisschen was festgestellt. Ja, was haben wir denn festgestellt? Ich wechsle gerade mal die Kameraperspektive. So. Denn hier haben wir nämlich die Ölbottiche stehen. Du weißt, was ist? Ich habe mich keine Ahnung. Das ist von deinem Auto. Ja. Das ist die hintere Drive Unit. Das ist die vordere, okay. Die nie benutzt wird bei dir. Weil ich halt meistens auf lässig fahre und nicht so wild. Und da sieht man halt schon, dass das Öl halt noch relativ gut aussieht. Es hat noch einen roten Stich, hat das quasi, wenn man da reinleuchtet. Okay. Und die hintere Drive Unit, die halt immer benutzt wird, dann sieht man halt schon, dass ach, das ja, halt, guck an. Dass es eigentlich das Licht nicht mehr durchläuft. Und es ist ja das gleiche Öl, ne? Genau. Genau. Ich habe ja gesagt, dass die Drive Unit vorne mal getauscht wurde bei 40.000, aber die hat immer noch 260 runter und die hat 300.000 runter. Trotzdem, ich benutze die halt weniger und das macht den Hauptunterschied wahrscheinlich. Genau. Und hier sieht man, dass ich halt meine doch mehr benutze. Das ist jetzt auch. Die vordere Drive Unit, das genau. Und hier sieht man es auch noch, dass man es ein bisschen durchgucken kann. Auch wenn es roter, ja. Aber es ist ein bisschen dunkler schon und das ist halt die hintere Drive Unit bei 100.000 Kilometern. Da sieht man es dann schon, dass es halt dann schon ein bisschen schwergeteilt ist. Und ich belaste die, also ich fahre relativ flott und daran merkt man das halt auch. Also du fährst nicht auf lässig? Nein, gar nicht. Den Lässigknopf kenne ich gar nicht. Interessant. Und eigentlich wollten wir das nur mal wissen. Ja. Und jetzt hast du was vor mit dem Öl. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber du möchtest, dass du über das Öl... Ich muss mal die Kamera gerade umstellen. Ja. Genau. Genau. Und na, wir wollen das Öl jetzt einfach analysieren lassen und dann mal gucken, was da die Laborwerte sind und dann mal eine Entscheidung treffen, ab wann man ungefähr sowas machen sollte oder ob es da so vielleicht mal so einen Wechselintervall entwickeln und so. Wir, ja, eigentlich im Endeffekt ist es halt ein Test gewesen und den haben wir heute erfolgreich durchgeführt. Sehr cool. Also du hast eine Firma, die misst das Öl, das ist ein Öllieferant. Genau. Die können das rausfinden, wie gut das Öl ist und was die Eigenschaften noch sind, ob sich der Ölwechsel, ja gut, klar, wenn die sagen ja, aber ob sich der, ob der erforderlich ist. Ne? Genau. Gut, der Öllieferant wird sagen, ja, natürlich. Ne? Aber trotzdem werden sie wahrscheinlich eine offene, eine ehrliche Meinung dazu haben und sagen, okay, das Öl kann auch, hätte auch drin bleiben können noch. Genau so ist es. Und wir müssen ja mal sehen, die Autos werden immer älter. So, die Model 3 sind jetzt im Schnitt fast 5 Jahre in Deutschland. Mhm. Und ja, sie sollen ja auch 10 Jahre noch fahren. Und dann wird es, denke ich mal, schon wichtiger sein, mal das Öl zu wechseln, umso älter die Fahrzeuge werden. Ich kämpfe noch ein bisschen mit dem Gimbal gerade rum. Hier, jetzt habe ich es. Okay. Ja, also wie gesagt, halt für uns war das jetzt mal einfach, oder für mich halt einfach mal ein Test. Ich wollte das wissen. Und ja. Ist auch interessant, also ich finde es vor allem gut, der Filter ist jetzt auch mitgetauscht. Ne? Das heißt, wenn da wirklich noch Partikel waren von dem neuen Motor, die Zahnräder, wenn sie neu sind, genau. Nehmen sie am meisten erstmal an Verschleiß, geben sie ins Öl ab. Das ist jetzt alles raus, ja. Alles frisch und das heißt, am Öl sollte es jetzt nicht mehr liegen, dass der Motor kaputt geht. Ne? Na gut, aber deine hinteren Drive-Filter waren ja auch undicht. Also zumindest der genau, Ölfilter. Genau, der Ölfilter. Deswegen hat es sich sowieso gelohnt, das mal zu machen. Genau. Man sieht das ja nicht, weil der Deckel davor ist. Ne? Genau. Und selbst der TÜV guckt da wahrscheinlich nicht rein. Nein. Ja. Wir gucken da jetzt, achten da immer drauf beim Endgarantie-Check, aber sonst guckt da selten einer drunter. Sehr cool. Nee, ich finde es eine coole Aktion und dass du dich ja auch da fit machst hier mit dem ganzen Tesla, machst ja schon länger. Mhm. Und immer wieder was Neues dazukommt, jetzt genau. Der Ölwechsel. Vom BMW-Fanboy zum Tesla-Fanboy. Ach ja. So ist es ja. Genau. Hattest du gerade noch vom BMW gehabt. Ja, wie schön. Dann ist das eine coole Sache jetzt und da kommen bestimmt noch mehr Sachen, oder? Die du jetzt ins Programm noch reinnimmst vielleicht, oder? Ja, naja, so viel ist ja bis jetzt gar nicht. Also das meiste ist ja Model 3 Model Y. Da haben wir halt Fahrwerkssachen, ja, Achsvermessung, Bremsscheiben abdrehen und so, Wartung der Bremse halt, alles was kommt. Wir gucken auch immer mal nach dem Kühlwasser, das sollte man immer mal gucken bei Model 3. Ja, und genau. Was halt anfällt, wird gemacht. Dann gucken wir so nach dem Kühlwasser. Das können wir machen noch. Gucken wir nach dem Kühlwasser mal. Alles klar, super. Gut, dann Dankeschön. Schon mal, Frank. Für die coole Aktion hier und auch mit dem Christian. Genau.
Ja, und ich bin gespannt auf das Ergebnis und ihr werdet das dann im nächsten Video diesbezüglich hier erfahren, was dabei rausgekommen ist. So machen wir das. Sehr geil. Alles dann klar. Hier in Leipzig, M-Tech, könnt ihr gerne mal schauen. Hier kriegt ihr euer Fahrzeug gemacht. Alles klar. Dann schönen Tag noch. Ja. So, wir gucken jetzt mal am Wasser. Ja. So, das ist das Gefäß da unten mit dem Deckel. Ja, guck mal, das ist zum Beispiel auch genau. Da können wir auch schon drauf füllen. Wollen wir schon rein, ja? Ja, weil da ist es unter normal. Ich muss mal hier an der ganzen Elektrik hier vorbeikommen. Ja, ich hab da das ein oder andere Kabel an der Batterie angeschlossen. Ich will das aber alles mal ändern. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Ich bin fertig. Wir haben das Auto auch schon wieder hier draußen. Der Frank baut jetzt auch sein Auto zusammen von seinem Ölwechsel und ja, ich fahre nach Hause und wir machen jetzt erstmal eine Probefahrt und gucken mal, wie sich das Auto jetzt anhört mit dem neuen Öl. Das wird ja dann jetzt ganz anders klingen. Lacht er. Ja, für die Leute, die das erwarten, nein, Enttäuschung. Trotzdem schauen wir einfach mal, ob das Auto überhaupt noch fährt. Wie es aussieht, alles gut, Motoren drehen, man hört keine Nebengeräusche, aber das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Nee, ziemlich cool. In dem Sinne sind wir jetzt durch mit meinem Video und ich freue mich, dass ich jetzt frisches Öl drin habe. Wir vielleicht wieder was daraus lernen werden und ja, auf weitere Reparaturen am Fahrzeug, Instandsetzungen und viele, viele Tausende von Kilometern, die wir noch zurücklegen werden. Bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave. Ciao.